Torben Hendrik Sebastian Lassen. Ein Mensch wie du und ich. Nur von allem etwas zu viel. Oder zu wenig. Oh, läuft schon. Oh, ja, hallo. Ich bin's wieder, euer Torben Hendrik Sebastian. und ich habe mir heute was ausgedacht für euch. Ich wollte euch ein Gedicht vorlesen. Das habe ich hier mal vorbereitet. Das ist aus dem Buch Der kleine Hai, die Kunst des Sprechens. Weil ich war mal bei der Logopädin, weil ich doch einen S-Fehler habe. Also mit dem S, mit dem Wort, mit dem S. Nicht mit dem Essen, sondern mit dem S. Das zischt bei mir so S. Hört ihr das? S. Naja, also ich habe ein Gedicht vorbereitet. Das fand ich sehr schön. Das hat irgendwas von Sommer. Und das wollte ich euch jetzt einfach vorlesen. Das hat keinen Namen. Und da steht auch nicht, wer es geschrieben hat. Und das Gedicht geht so. Bald bebt im Purpur die blonde Braut. Bunt blühen Blaublümelein am Boden. Breitblättriger Palmbaum prangt beim Portal. Breitbauschige Banner beleben den Plan. Aber bleich und betrübt blickt die blonde Braut, als bärste ihr bang die bebende Brust. Ob Preismann Prunk und bebänderte Pracht blöd beibringt, als Braut blöd beibringt, als Braut. Blöd beibringt, als Braut gebindet dem Paar. Ja, das war's. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ihr möchtet, dann lese ich euch gerne öfters sowas vor aus Literatur. Ja. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und freue mich, wenn ihr demnächst wieder einschaltet. Ihr könnt mich auch gerne mal anrufen unter der Nummer